Der Wirtschaftsminister in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsminister. Corona hat Peter Altmaier zur Krisenpolitik gezwungen. Ganze Branchen sind stillgelegt. Der Staat hilft mit Milliarden. Trotzdem sind viele unzufrieden. Altmaier verteidigt sich. Eine Pleitewelle sei ausgeblieben. Die Substanz der deutschen Wirtschaft intakt. Und? Ein Jahr nach Beginn der Pandemie hat Deutschland immer noch mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse als zu praktisch jedem anderen Zeitpunkt in seiner Geschichte. Mehr Arbeitslose gibt es trotzdem, sagt die AfD und fordert eine Radikalumkehr in der Corona-Politik. Unternehmen müssten wieder arbeiten dürfen. Wann können wir endlich unsere Läden aufmachen, fragen die Einzelhändler. Es macht mürbe auf die Dauer. Die Wirtschaft braucht endlich eine verlässliche und schnelle Öffnungsperspektive. Widerspruch dazu von den Grünen, trotz sinkender Corona-Zahlen. Mit vorschnellen Lockerungen sei der Wirtschaft nicht geholfen. Denen geht es um Verlässlichkeit, um Planbarkeit, um eine Perspektive. Und wenn wir zu früh lockern, dann haben wir doch in kürzester Zeit wieder Zahlen, die völlig außer Kontrolle geraten sind. Planbarkeit für Unternehmen in der Corona-Krise. Der Minister verspricht, angeschlagene Firmen, die noch auf Hilfszahlungen warten, sollen von der Insolvenzantragspflicht ausgenommen bleiben.